Hallo, euer Edien hier. Willkommen zur nächsten Speedbit-Folge zu meinem Zoo. So, wie in dem letzten Video schon erwähnt, widme ich mich diesmal einem Gebäude, in das Warzenschweine und das Nashorn zusammen beinhaltet. Natürlich nicht beide in ein Gehege, sondern beide getrennt. Man kann natürlich in dieses Gebäude rein und von beiden Seiten aus die Tiere natürlich betrachten. Natürlich ging es erstmal daran, die Schweine zu errichten, also das Gehege, das wirklich klein gestaltet ist. Aber da ich natürlich irgendwie auch den, wo ich meine Wehrhellmeier hochgeladen habe, wurde ich natürlich gefragt beim Haupteingang, wie ich es geschafft habe, die Ministufen dort zu errichten. Quasi eine Treppe und dann ja eine kleine Mini-Anhöhe, wo die Besucher drauf rumlaufen. So, ich habe das natürlich nicht gewusst, ganz ehrlich. So weit war ich ja auch noch nicht. Ich habe da einfach Platten genommen und es natürlich eine Stufe höher gesetzt. Die Besucher sind natürlich durchgelaufen. Das war ja nur optisch dafür geeignet. Aber nachdem ich es herausgefunden habe, beziehungsweise von jemandem gelesen habe, dass man die Stufen auch so mickrig setzen kann, so etappenweise, habe ich das hier natürlich gleich erstmal ausprobiert, so wie ihr da gesehen habt, mit diesem braunen Weg, dass die Besucher von dort aus eine kleine Mini-Anhöhe haben, um in das Gehege zu schauen. Und das, was da natürlich am Endeffekt rausgekommen ist, das Ergebnis, fand ich natürlich mega, weshalb ich es natürlich auch dann so gelassen habe. Gesichert habe ich das natürlich mit ein paar Stahlsäulen und als Stützen oder als Abtrennung die Holzsäulen als ja, Stütze sozusagen oder als Abtrennung einfach genutzt und dann hat sich daraus auch was Gutes ergeben. Natürlich direkt auch vor der Anhöhe, also wo die Besucher draufstehen, zum Runtergucken, habe ich auch das kleine Mini-Schlammbad errichtet, ausgehöhlt mit den Savannensteine, dass man natürlich nicht die Kanten von diesem Schlammbad erkennt, so dass es aussieht, als wäre es in der Landschaft integriert. Was ihr natürlich auch sehen werdet, also hier jetzt zum Beispiel, das ist natürlich Schlammbad, die Savannensteine ringsherum und natürlich die Holz Umrandung überbauen und wie man das dann sieht, vor allem wenn man dann nachher noch ein bisschen Bepflanzung reinsetzt oder ja, ein bisschen mit dem Terraforming arbeitet, also quasi die Bemalung, ein bisschen mehr Erde reinhaut, dann sieht es natürlich wirklich naturgetreu aus, so dass es wirklich in der Landschaft integriert ist. Weshalb ich das dann natürlich auch so gelassen habe. Das habe ich auch gegen später bei den Schimpansen zum Beispiel gemacht. Ich habe dieses Erd, ich keine Ahnung, wie man das jetzt nennen soll, da wo die auf jeden Fall alle in einem Haufen sitzen können, in diesem riesen Bereich. Das habe ich genauso verarbeitet. Natürlich jetzt nicht so, natürlich mehrere Steine auf dem Haus, so dass das Ding und dieses Essensteil, sage ich jetzt mal, schön zwischen Felsen platziert ist, dass da Steine im Weg liegen. Aber das sieht natürlich dann wirklich naturgetreu aus, weshalb ich das dann so gelassen habe. An dem Gebäude habe ich natürlich auch mal was Neues ausprobiert. Und zwar habe ich die Metallpfeiler mal benutzt, also die Stützpfeiler, um die Wände zu fixieren. Ich habe es angelegt und so tief wie möglich an die Betonwände hineingeschoben, so dass quasi nur die obere und die untere Kante hinausflimmern kann und man hat dann am Ende solche zwei, wie soll ich das nennen, so zwei Linien, die komplett um das Gebäude herumgehen, so wie im Gebäude auch. So wird das Gebäude nicht langweilig und es sieht auch nicht so aus wie alle anderen Gebäude auf, also in diesem Zoo. Weshalb ich das einfach mal geändert habe und dann ist natürlich wieder was rausgeworden. Die Wände von innen habe ich natürlich auch mit weiteren Bildern verziert. Quasi diese Bäume in verschiedenen Farben, diese Blätter, diese Tierporträts. Auf der Nashornseite, hier zum Beispiel, habe ich das dann im Endeffekt natürlich auch gemacht. Das Dach habe ich auch individuell wieder normal gestaltet, so wie ich es eigentlich immer tue.
quasi alles senkrecht nach oben. Die Nasenrichtung ging natürlich andersrum. Also quasi nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Also mickrig, aber es wurde natürlich was. Und dann, wie ihr das ja seht, standardmäßig mein Dach. Oh. Aber sonst fällt mir jetzt gerade nichts ein, weil jetzt momentan wird es auf jeden Fall das Schweinegehege erst errichtet, bevor es in den Nashörnern geht. Weshalb ich jetzt erstmal kurz ruhig bin und sobald es in den Nashörnern geht, werde ich noch etwas dazu sagen und dann verabschiede ich mich auf jeden Fall wieder von euch. Also bis gleich.
Und da bin ich wieder. So, wir sind jetzt bei dem Nashorngehege angekommen, wo ich auch mal was komplett Neues ausprobieren wollte. Es wird auf jeden Fall kein eckiges oder sonst was Gehege, sondern es wird wirklich rund. Und diesmal mit einer eigen erstellten Mauer. So wie ihr das hier wieder seht. Natürlich wieder so ein komischer Metallpfeiler mittendrin. Und dann hat sich natürlich eine schöne Wand ergeben. Natürlich, so wie ich sie jetzt platziere, ist sie noch ein bisschen zu hoch. Das habe ich erst gegen später bemerkt, weshalb ich die dann momentan erst auf diese Höhe platziert habe. Mich dann in die Menschenperspektive eingesetzt habe und gesehen, es war einfach zu hoch. Weshalb ich das komplette Rastermuster nochmal auserwählt habe und nochmal eine Etappe nach unten gesetzt habe, so dass man schön von oben hineingucken kann, also über die Mauer hineingucken kann. Den Boden, den ich dort abgesenkt habe, wie ihr gerade gesehen habt, wird nicht mit Wasser aufgefüllt, sondern der wird mit Steinen aufgefüllt, quasi so ein Steingrund, so wie es in den meisten Zoos ja ist, weil so viel ich ja weiß, machen die meisten kein Wasser rein, wegen Gefahr, dass es hier ertrinken kann. So. Und nicht nur, okay, wenn da nur Felsen sind, kann das Viech natürlich auch abstürzen, also das Tier. Deswegen machen die meisten ja auch so eine Art Sicherheitszaun mit Elektro oder sowas hin. Also ich habe das so ähnlich gestaltet. Ich habe natürlich keinen Elektrozaun genutzt, weil es auch keinen gibt. Oder auch keinen visuellen, also einen optischen Effekt genutzt, sondern ich habe einen ganz normalen Zaun genommen und den als Abtrennung zu dem Grund gemacht. So, den Grund natürlich mit kompletten verschiedenen Steinen befüllt, in verschiedenen Höhen und Tiefen sowie Richtungen, und dann ist es quasi eine Schlucht geworden. In der Mitte des Geheges wird natürlich auch noch ein kleiner Teich errichtet, den ich ebenfalls auch ein bisschen mit Abdeckung platziert habe. Okay, Abdeckung kann man das jetzt nicht nennen, aber es ist quasi so ein Konstrukt, wie soll ich das nennen, was um den halben Teich herum geht. Und ja, es wird halt von einer Seite irgendwie geschützt. Ich weiß es nicht, wie ich das bezeichnen soll. Ihr werdet es auf jeden Fall gleich sehen, wenn es kommt. Und es ist natürlich auch wieder mit diesen Metallpfeilern errichtet worden, ich weiß. Ich habe da irgendwie so ein Spiel drin, ich mag die Teile voll. Man sieht es ja an diesen Gebäudewänden. Da teilweise, wie das gut auch zum Vorschein kommen kann als Wandelement. Und dann, so wie ihr hier seht, auf jeden Fall wurde das Gebäude was. Hier seht ihr natürlich, wie jetzt der Graben dekoriert wird mit verschiedenen Steinarten. Erstmal die Wände und am Endeffekt habe ich dann den Boden noch platziert. Das sieht aus wie eine Tempelanlage, einfach, wo es einfach runter geht, scharfe Felsen und dann eine Grube quasi. Die Tiere gehen natürlich nicht rein, weil ich ja den Zaun dahin noch platziert habe. Aber von der Besucherperspektive kann man da perfekt hineinschauen. Da seht ihr, dass ich, wie ich es gemeint habe, in den scharfen Pelzen ein bisschen was darunter gelegt, damit es wirklich kahl aussieht. Und dann meine Bepflanzung habe da im Endeffekt noch einen mit Bäumen, also nicht viele Bäume, mehr Gebüsche als sonst noch was. Und dann der Teich, wie ich schon vorhin erwähnt habe. Hier habe ich versucht, das wie einen echten Zoo aussehen zu lassen. Quasi, die meisten haben ja nicht einfach so Wasser in einfach in der Erde drin, sondern die haben ja Wasser ja in so einer Art Becken drin. Ich habe das da versucht irgendwie hinzukriegen. Das hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Weshalb ich das dann im Endeffekt so, wie es jetzt ist, erstmal gelassen habe. Und dann die kahlen Stellen, die offen waren, die habe ich dann mit Felsen ausgekleidet. Quasi jetzt da diese kleinen mickrigen Ecken, da habe ich so einen kleinen Felsen hingesetzt. Und dann hat man das nicht gesehen. Und da es aber aus meiner Meinung von oben immer noch ein bisschen komisch aussah, das könnt ihr mir ja mit Sicherheit dasselbe sagen, habe ich mich dann halt entschieden, dieses eckige Gebäude dahin zu machen. Was es halt dann ein bisschen so ein bisschen mehr gestylt darüber kam. Und sonst, das letzte, was ich dort halt gemacht habe, ist im Hintergrund und auf dem Berg, der da noch ist, schön Tannen und ein paar Buchen platziert.
damit man da wirklich die Abtrennung von dem Zoo erkennen kann. Was hier diesen. Ja. Oh, da geht's einen Berg hoch, da können wir nicht hin. Wie ich das ja vorhin schon erwähnt habe. Aber sonst wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß bei dem restlichen Video. Ich hoffe, ihr lasst mir einen Daumen nach oben und wir sehen uns mit Sicherheit dann bei meinem nächsten Speedbuild. Bis dahin, euer Edien. Ciao.